Europa bei der traditionsreichen Oldtimer-Rallye. Ein Augenschmaus für jeden Fan. Und heute machte der Konvoi in Thüringen und Sachsen-Anhalt Station. 2000 Kilometer durch Deutschland wollen sie schaffen. Das erste Mal fuhr man die 1933, damals noch als brutale Vollgasfahrt. Heute mutet man das den schmucken Legenden nicht mehr zu, besser auch für Fahrer und die vielen Zuschauer. Nach einem kurzen Abstecher ins Hessische ging es zurück ins thüringische Wahlhausen. Von hier stammt der bekannte Rennfahrer und ehemalige Porsche-Sportchef Huschke von Hanstein. Nach der Wiedervereinigung war es ihm noch 2 Jahre vergönnt, in seiner Heimat zu leben, bevor er 1996 85-jährig starb. Seine Witwe Ursula empfing alle Teilnehmer und verteilte neben dem Durchfahrtstempel auch kleine Gastgeschenke. Technischen Daten und allem drum und dran, sowie die Geschichte der 2000 Kilometerfahrt und natürlich auch die Geschichte von Huschke von Hanstein finden Sie hier drin. Dieses Programm gibt es also am Brauereistand hier bei guter Dinge mit 9 Springen. Und ich sage Ihnen, es ist immer eine schöne Möglichkeit. Und stellen uns einfach ein bisschen vor, wir wären hier in den 30er Jahren bei einer Durchfahrt der damaligen 2000 Kilometer Fahrt. Dann hat man vielleicht so ein bisschen nostalgisches Flair, das man ja braucht, wenn eine so große Menge historischer Fahrzeuge, das sind insgesamt 1. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen Spaß hier. Hä? So viele Autos angeschaut, vor der Tür vom Haus von Ursula von Hanstein. Also, wir sind gespannt, wer als erstes kommt. Wird sicher nicht die älteste Startnummer, die ist sicher schon überholt worden. Aber vielleicht die Startnummer 4, der Hermann Kornel mit einem Alfa Romeo Rennwagen, der auf Sizilien auf einer Rennstrecke, nämlich der Targa Florio, gefahren worden ist. Und der ist Baujahr 1924. Ich meine, das ist ja auch nicht so zu verachten, wenn wir überlegen, dass das Auto schon 74 zwischen Ursula von Hanstein und Günter Köhn, dem Mann aus Mönchengladbach, der die Wiederaufnahme der 2000 Kilometer Deutschlandfahrt vorgenommen hat und das schon ab 1988 gemacht hat. Deswegen feiern wir ja in diesem Jahr das Jubiläum der 2000 Kilometer Deutschlandfahrt. Hier hat er natürlich vorne gar nicht so viel Zeit, halbwegs vor dem Feld sein und zusehen, dass er seine Schäfchen im Zaume hält. Aber im Augenblick ist er ja gut im Zeitplan und darum, lieber Günter Köhn, herzlich willkommen in Mahlhausen und Dankeschön, dass das hier möglich geworden ist. Ganz genau, ich erinnere euch, meine, das ist sie, jawohl, ein Riesen-Auto mit dem ältesten Auto, Baujahr 1921, gefolgt vom Kaiser Marx, wirklich gewalt in Barcelona, ein Auto, Ich habe gesagt, dass er durchgefahren ist. Ich habe gesagt, dass er durchgefahren ist.
Gewaltiges Auto der Linie, meine Damen und Herren.
Das war also Pipsen und das ist ein dicker Weg, S8 Cabriolet von Team 31 aus Dortmund. Viele von Ihnen werden das wissen, dass diese Autos auch lange Zeit als FIFA weitergebaut worden sind. Also S8. Jetzt, meine Damen und Herren, wieder ein gewaltiges Auto. Startnummer 36 ist ein Cadillac. Ein Imperial von 1931 mit einem Reihen 8-Liter Motor mit 5,5 Liter Hubraum und trotzdem bescheidenen 90 PS. So klingt man ab mit der Und das nächste Fahrzeug, was wir dann dort stehen haben, versucht man die Nummer zu erkennen, ist ein Riding. Denn da sieht man an diesem typischen Kühlergrill, wo die Nase nach unten gezogen ist, oben in der Mitte. Also ein echter Riding-Rennsportwagen, den wir hier präsentieren können. Und dieser Riding, ich muss gerade mal schauen, weil ich die Startnummer nicht erkennen kann, wo ich ihn hier ganz genau auf der Liste habe. Das ist die 56. Klein deshalb, weil er nur 1,5 Liter Hubraum hat. Und diesen Hubraum hat auch der BMW hier, den übrigens Schuschke auch mal gefahren hat, wie man da sieht, der 315/1. Also die erste sportliche Baureihe von BMW mit einem 1,5 Liter 6-Zylinder Motor. Es gab dann später auch noch einen 319 mit einem 1,9 Liter Motor. Hier haben wir also diesen BMW mit dem wunderschönen Heck, ein Hintenheck, das wir hier sehen. Ja, und wir haben viele, viele Ehrengäste hier, meine Damen und Herren. Unter anderem dürfen wir inzwischen begrüßen Peter Max Müller, den Mr. VW aus Hannover, der gemeinsam mit Helmut Polenski und Oskar Boranstein die Rennen immer gefahren ist. Peter Max Müller, also auch hier unser Gast in Mahlhausen und ein Teilnehmer von der 2000 Kilometer von 1934 haben wir auch dabei, stehen hier oben bei mir, Graf Westerholm. Auch ihn wollen wir ganz herzlich hier begrüßen in Mahlhausen. Er war damals dabei, Hannover. So, nächstes Auto, da bin ich doch mal sehen können. Die Startnummer 44. Elvis, und wir haben hier die Spielkämpfe von Team Kraftwerk aus Willing. Ein 3,5 Liter 6-Zylinder, ein offener Tourenwagen, wunderschönes Auto. Das ist Lot aus Niederelbe, gebaut 1953. Meine Damen und Herren, dann ein wunderschönes LG aus dem Fahrzeug hier. 51. So, das nächste Fahrzeug ist wieder ein BMW, typisch diese Konstruktion, ja, mit den doppelnieren Rädern. Das ist ein BMW 327 Cabriolet von Burgdorf Liebe aus Offenbach am Main. Hier eine der 26er mit 50 PS und der 27er von 55. Als nächstes Auto dann eine Mercedes und das sieht man ja nicht ganz leicht an dem Stern vorne drauf. Das ist auf der frühen 6-Zylinder Baureihe, der grünen kleinen Baureihe. Und das müsste eigentlich tatsächlich entweder ein 30 oder so das 290. Wunderschöner 6-Zylinder. Die Familie besitzt seit vielen Jahren jetzt auch auf einer 2-Zylinder-Baureihe. Jetzt wieder weiterfahren und ein Dankeschön an Applaus hier von Mahlhausen an die Stuttgarter und ihrem wunderschönen aus Luzern in der Schweiz begrüßen wir hier. Wir haben hier die Rahmenstreiter und Rahmenstreiter und die Stuttgarter
448. Schönes Roller, schön gemütlich. Dahinter wieder ein MG mit der Startnummer 250. Haben wir hier den MG Magnet vom Team Klein aus Refrain. Gebaut 1935. MG steht für Morris Garage. Also für die Werkstatt des Session Thema und Abkürzung zu Morris Garage. Hinter dem Karosserie ist übrigens immer ein Eschenholzrahmen, natürlich auch eine Stahlchassis. Ja, und das nächste Auto brauche ich Ihnen, glaube ich, nicht vorstellen, das kennen die meisten. Aber wenn Sie mal überlegen, wie viele Leute so einen Barkas-Vorläufer besessen haben und wie wenig davon heute noch übrig sind, dann kann man nur sagen, schade, man muss sie aufheben, wie die jetzt noch da sind, und muss eigentlich dafür sorgen, dass sie erhalten bleiben, denn sie sind schon ein ganz besonderes Stück Automobilgeschichte mit ihrem Zweitaktmotor. Und so perfekt wie hier restauriert, das Auto ist auch schon einmal hier haben wir den Traumbarkas von Team Aus und Holze aus Polen. So, als nächstes haben wir wieder ein ganz typisches Auto aus der Frühzeit mit der Startnummer 16, ein Ford A Phaeton, Deluxe Phaeton, das war ja eigentlich der Wagen mit dem Böttler, den Böttler. Auch hier 3,2 Liter 40 PS und hinten ein ausklappernder Gigamotorsitz. Und weil das ein Hohlraum und so wenig Leistung hat, braucht er auch wirklich nur 3 Gänge. Als nächstes haben wir wieder einen Mercedes, ein 230er von der Citroën aus Frankreich. Ja, das ist ganz typisch. Citroën, ein früher Citroën. Startnummer 39 mit dem hohen Kühlergrill. Das ist eine Rosalie von dem Rebellion aus Zürich in der Schweiz. Ich würde meinen herzlichen Begrüßen auch für die Schweiz machen. Ein Rosalie, das ist ein Auto mit einem 40er Motor und mit dieser Rosalie, die wir hier sehen, ist schon eine ganz, ganz große Qualität. 1,5 Liter, 38 PS, also etwa so viel wie VW Käfer, ein bisschen mehr. So, dann haben wir, meine Damen und Herren, die Startnummer 60. Hier, meine Damen und Herren, begrüßen wir einen Teilnehmer, der, glaube ich, keine 2000 Kilometer Deutschlandfahrt überhaupt ausgelassen hat, wo er im Ruhestand ging, sein Geld als Erdbeerfarmer verdient. Also, ist auch interessant, ne? Ist ein großer Spezialist für historische Autos und seit Jahren, wie gesagt, nichts gemacht. Gleich dahinter ist der Startnummer 41, ein riesiger Rolls Royce. Dieser Rolls-Royce ist aus der gewaltigen Serie der 6-Zylinder, 4-Liter-Typen. Brechmann-Rath ist das Typ im Bau, wurde 1932. Man nennt diese Karosserie Landau-Lee. Man kann die Kiste aufklappen, sehen, ja. Der Fahrer kommt nach dem Sonnenlass an, hier in diesem Rolls-Royce. Und gleich dahinter ebenfalls aus England eine riesen Rarität. Die Startnummer 68 aus der Firma Lagonda. Ein Rapide, das ist das Spitzenmodell der Straßenserie sozusagen von Lagonda gewesen. Der Rapide, den wir hier sehen, mit der Startnummer 68 wird gefahren vom Team Nice und Lemon aus Belgien, aus Maas-Mittelberg. Also Applaus für die erste belgische Mannschaft. Ja. Ein 3,6 Liter mit 90 PS, gebaut 1937 und schon so ein Anklang an die modernen Karosserieform, die später noch so kommen sollten. Schöne Kurve America. Jetzt haben wir ja eine wunderschöne einfache Auto. Das nächste Auto ist Überzeichen vorne im Übergrill. Startnummer 121 noch mit der geteilten Scheibe. Der Autowerk des Schottau F8 Cabriolet von Team Schott aus Schönebeck mit dem 2-Zylinder und 700 Kubik sind wir hier unterwegs. Naja, viele von Ihnen werden diese Autos noch kennen. Sie waren sehr, sehr robust und sehr, sehr zuverlässig. Auch wenn Sie die Fälleförderung für Benzin und noch Lärm und Rückkontrolle hatten, abgeordnet auf den Rundsteinwerfer der Verteidigung der Polizei.
Nummer 49, ein 170 V Cabrio B, das Ehepaar Wolf aus Steinheim. Und ich freue mich ganz besonders, dass Familie Wolf wieder gesund und munter dabei ist. Wir sind nämlich im Januar bei der Histomont und der historischen Radelmont in Kano des AVD mitgefahren. Aber gut dabei, die Familie Wolf, gute Reise und allerhin viel Spaß hier mit dem Mercedes 170 Cabrio. Dann ein Opel Olympia Rekord, Startnummer 135. Das ist das Baujahr 57, ein Wagen aus dem Bestand der Adam Opel AG. Sie sehen, die gab es damals schon mit Telefon, ja? So, aber ich möchte Sie an eine kleine Geschichte erinnern. Wissen Sie, warum die Opel Rekord alle Rekord hießen? Weil man 1936 anlässlich der Olympischen Spiele den ersten Opel mit selbsttragender Karosserie in ein Luftschiff einbaut und nach Südamerika flog. Und das war ein Rekord. Also die Olympia-Jahr. Und deswegen haben wir bei dem Auto von Frau Bremer vorne auch ein Zeppelin auf der Weltkugel als Zeichen. Ein weiterer schöner aus der Opel mit der Nummer 61, eine G4 Cabrio-Limousine. Und hier, das ist kein Sapporo-Chef, das ist ein Enzo-Prinz, was Sie auf der Straße sehen. Sieht den Sapporo-Chef aber nicht umsonst sehr ähnlich. Und daran sind damals die russischen Autobauer vorgegeben. So, jetzt haben wir hier die 61. Cabrio-Limousine des Olympia. Ich habe Ihnen ja eben die Geschichte erzählt auf die Reise. Vergesst hier euer Kopilot nicht, ja, mit der Kamera. Und das Auto, meine Damen und Herren, habt ihr vielleicht noch nie gesehen. Ein LAE aus Braunreich mit einer wunderbaren Eleganz-Karosserie. Und Sie haben gleich ein aufgeklappt Frontscheibe, ja, hier wieder. Und ein Cabrio LAE, die Luxuswagenmarke, mit der Delage in Frankreich. Und dieser LAE, den Sie hier sehen, mit der Startnummer 69, stammt aus dem Jahr 1937, ist aus der berühmten 3,5 Liter Sportserie. Und dann wieder ein gewaltiger Rolls-Royce, dessen Kühlerlamellen sich während der Fahrt selbstständig verstellen und sich warm geworden ist, hat er den Kühler ganz weit aufgemacht. Platz Nummer 67, ein Phantom 3, das Team Ganser aus Schramberg. Meine Damen und Herren, hier ist ein 7,4 Liter V12-Motor unter der Augen. 12 Zylinder und der von innen aus betätigbare Wagenheber. Sehen Sie vorne links neben da unten an der Achse, so zwei Stempel. Das sind hydraulische Wagenheber. Und dann noch ein Knopf. Marke, die heute nicht so los gehört, Bentley, sportliche Marke 1 gegründet von Walter Owen Bentley, hier ein 4,5 Liter 6-Zylinder von Team David Heinrich aus Kaltenkirchen, das ist da im blauen Raum Heinsberg und der Wagen wurde gebaut 1936 als offener Tourenwagen. Tja, die passen jetzt zeitlich zueinander, die drei Autos, die wir hier haben im Augenblick. Also, das ist schon etwas, was sich lohnt, einmal zu fotografieren. Ein Buick aus dem Jürgen Rotes Group, gebaut 1931. Der Buick, ja, wunderschön. Und dahinter, meine Damen und Herren, bevor die Mannschaft verdient einen ganz besonderen Applaus an sich. Denn sie stammt aus Wermeskön und ist seit der Wende mit dabei. Startnummer 72, unser langjähriger Teilnehmer, Team Burkhard Meixner auf einem BMW 326. Gebaut wurde der Wagen 1938 an dem bewussten 6-Liter-Motor aller Sport-BMWs, also auf den 300. Der Motor hat hier ein Auto.
da kommt der Sport BMW, das Auto, das immer noch als erfolgreichster Sportwagen überhaupt gibt. Und liebe Frau von Hanstein, den hat der Huschke gefahren und damit mit einem solchen Auto in geschlossener Form hat Huschke von Hanstein 1940 die Ville-Miglia in Italien gewonnen. Auf BMW 328. Hier also der Rennsportwagen von BMW. Das Auto, was wir jetzt haben, ist noch einmal ein gewaltiger Lagonda. Start Nummer 78, ein Lagonda L36 von Team Stefan. Aus Lenzburg, der Opel 1,2 Liter Cabrio von Team Seidler, auch mindestens alle dabei gewesen. Aus dem hohen Norden hier, ein kleiner Vierzylinder also. Und dieser Vierzylinder ist sehr, sehr robust und als Cabrio sicher eine Riesenrarität. Gebaut 1933, ja, 23 PS, der rote Länder sind. Und ist noch in vielen Bereichen ganz original und unbekannt. Ja, wenn Sie sowas hinter sich haben, mit diesen zwei engliegenden Scheinwerfern, den Kühlergrill, ja, dann ist das auch eine Rarität. Man beachte das extra gebogene Kennzeichen, ja. Eine Sonderanfertigung, die eigentlich für die Peugeot-Fahrzeuge gemacht wurde. Das hat man natürlich hier beim Restaurieren dann mit einem deutlich schönen nachgemacht. Nummer 75, der Peugeot 202 vom Team Weißhoff groß aus Donnersheim bei Rastatt im Badischen. Auch das ist eine Cabrio-Limousine, das heißt, an den Fensterrahmen bleibt komplett stehen. Aber das kann ich nicht runterrollen. Und gleich dahinter ein Cabrio. Allerdings ein ganz besonderes, wenn ich von einer schwedischen Karosseriefirma, von der Karosseriefirma Weinberger, ja? Die anderen Cabrios waren in Kiewerwitz von Bauer gebaut worden in Stuttgart. Und hier hat mal jemand eine Sonderversion gemacht. Auch hier ist über 80 PS. Zylinder 2 Liter Motor unter der Haube. Zentralverschlussräder wie bei Sportwagen üblich, ein ganz eleganter BMW 320. Und dahinter sieht man, wo der Jaguar die Form hergeholt hat. Wenn man den BMW davor sieht, der Jaguar kann man nicht nachdenken. Der ist gar nicht nur 40 Minuten da sehen, aber das sieht man nicht. Das ist ja ein Porsche 356 mit Karl Meiner, der er heute ist, oder der er gewesen ist. Der frühe Jaguar SS 100, SS steht für Solo Special, also die ursprüngliche Seitenwagenfirma von William Lyons, dem Jaguar Gründer. Und die 100 in der Typenbezeichnung, die kommt von der 100. Das Auto, meine Damen und Herren, möchte meinen besonderen Applaus bitten, denn hier haben wir den Direktor von Suzuki Auto Deutschland, Peter Verlest und seine Gemahlin. Willkommen in Bahnhofen. Vielen Dank, lieber Herr Verlob, für die Unterstützung mit unseren Suzuki Pannenhilfsfahrzeugen. Alles Suzuki Vitara, wenn Sie nachher sehen, die hier bei dieser Fahrt mit dabei sind. Peter Verlob, auch ein großer Oldtimer und Motorradliebhaber. Wie gesagt, Vorstand und Anführer der Suzuki Motorradfirma.
der 2000 Kilometer Fahrt 1998 für diesen wunderschönen Sport mit dem springenden Eisstand auf der Bühne. Er gewinnt mit 55 PS Tage für 327 als Cabrio über diese typische Vietnam-Form mit diesen zwei ovalen Türen-Sportler. Sechs Zylindermotor auf dem Cabrio. Ein ganz frühes Metermodell mit Ovalfenster, da kann man eine Kampfschwelle bauen, das ist 55 und hat einen 30-Tier-Sektor, der Standard-Thema hat und noch zwei Schussbremsen, also noch keine hydraulischen Bremsen. Ich kann aber auch mit dem Auto hier fahren. Marco, der ist auf mich habt ihr jahrelang gefahren. Da kommt der Sportler Isabella auf einen Traum der 50er Jahre. Als gedreht kommt die Kreuzschirmer aus Siegern. Da hatte den typischen Saisonkennzeichen bei den 5. Monaten April und Oktober damals auf dem Fahren hier. Der Sportler Isabella ist auf dem Jahr 59. Und hier ist ein Cabrio GE, das heißt also vier Fenster und vier Sitze und auch vier Türen. Eine Variante, die es in der Liste gegeben hat. Allerdings Alphabet der Cabrio wurde unter anderem auch bei Gläser in Dresden stabil. Hier geht der entschiedene Landesbauer 49, der Hans-Dirk aus Mönchengladbach. Und so ein großer Applaus für die Technik allein. Er muss sich mühsam orientieren. Ja? Er hat keinen Beifahrer. Wenn wir alle ein kleines bisschen zurückgehen, dann kann jeder besser sehen, welche die Hand das Stück in der Autoausstellung versetzt hat. Das Stück, das hier ist, ist das hier nicht. So, jetzt kommt aber der Hundertstück-Super-Rechtsstück-Kapitän hier aus der Bundesliga-Rechtsstück-Kapitän hier aus der Und jetzt im Abend natürlich unser Bundesfrau von Hartstein. Und der Grün ist ebenfalls dabei. Dirk Henning Straßel als Co-Pilot ausgestiegen hier aus dem Werks 507er. Und auch der 507er hat eine adlige Geschichte, denn dieses Auto ist von Albrecht Graf Görz entworfen worden, einem namhaften Designer. Und hier ist am Steuer Klaus Thiel, einer der bekanntesten Rennfahrer der ehemaligen DDR, seinerzeit auf EMD gefahren. Wenn ich das wissen weiß hier, nach meiner Liste müsste er am Steuer sein. Ein 507 BMW V8 3,2 Liter mit 170 PS. Ganze 248 Exemplare von diesem Auto sind jetzt. Und dann der Blitz ausgetauscht gegen einen Zeppelin, der auf den Äquator um die Welt fliegt, also ungefähr dreht. Das nächste Auto, meine Damen und Herren, ist super interessant. Auch der war vorletzten Wochenende noch bei der internationalen Klassik Land der Luft mit dabei. Dieser Wagen, ein Bristol aus einer Flugzeugfabrik, ein ganz frühes Modell. Ein englischer Wagen, der aber die Technik des BMW 328 mit in der Haube hat, also auch diesen 2 Liter Motor mit 80 bzw. dann etwas erweitert, später auch mit mehr PS.
Bei Listen hat man lange Zeit, genauso wie bei der Bristol-Bahn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 
Das ist eine Limousine von Familie Kreuz aus Stuttgart, mit dem berühmten Text bei der Tür noch nach hinten aufgeht. Ja? Wir wieder verbunden mit der Geschichte von Ruschke von Hanstein, denn er hat diese Autos mitgetragen und mit in ihre sportliche Vergangenheit hineingeführt. Er ist damit Rennen gefahren, er war damit in Amerika drin, von dem amerikanischen Konzern Maxi Hoffmann, der dieses Auto haben wollte. Und ein anderes Auto, Frau von Hanstein, was kann ich mich an den noch erinnern, auch das ist ein Porsche. Das ist der Wettbewerbsbeitrag seiner Zeit, wo es um den Wagen ging für die Bundeswehr, den Geländewagen. Und er ist heute extrem selten an solcher Porsche, wie wir hier sehen. Das ist nämlich der Beitrag zu den öffentlichen Start im Wettbewerb, den später der LKW Lunga gewonnen hat. Es gab auch noch den Goliath, der hier teilgenommen hat. Und das ist der sogenannte Porsche Jagdwagen. Er wurde gebaut 1956 und trägt offiziell die 5,597. Und Landbesitzer da auffordern, sein Auto gut aufzulegen. Die werden auch schon immer selten, weil hier so gut erhalten, Trabis. Ja, die haben den NGTF Nummer 113 von der Hüttenrose aus Gold nach in der Schweiz. Also einen herzlichen Applaus für unsere Schweizer Mannschaft hier im grünen Team. Willkommen in Mannhausen. Baureihe der Sport-Engine, ein TD-Widget, Familie Grumschmidt aus der Bäderstadt Bad Pyrmont. Also Mats Sohn, Allendorf und Bad Pyrmont treffen sich hier für kurze Zeit. In einem Kofferraum ist ein riesiges Festival. Und ein wundervolles, elegantes Auto, Alfa Romeo 1900, die Schalobe. Wie er genannt wurde, hier einmal mit einer besonderen Karosserie, nämlich von Pininfarina. Die meisten dieser Autos wurden nämlich mit Touring-Karosserien gebaut. Hier also ein Pininfarina-Coupé, ein ganz schönes. Baujahr 1953, das Auto ist 45 Jahre alt hier. Hier sind wir mit 100 PS, sehr gewohnt und Maybach dafür die Motoren baute. Und der Wagen, den Sie hier sehen, dieser gewaltige Maybach, der ist auch in gewisser Weise eine Rennmaschine, aber die denn seine Technik stimmt in vielen Bereichen mit der Luftschutzüberein. Kann es glauben, dass bei der Nummer 87 hier die sogenannte kleine Version des Maybachs gemeint ist, also der SW38 mit einem 3,8 Liter Motor. Und dieser Maybach hier ist Baujahr 1939, hat 140 PS und wird vom Team Fischmann aus, ja nicht nur das Radverbot, sondern aus Essen, ganz kurz zurückgeht. Ja, gute Reise weiterhin und die Fahrt von Hause. Wir sind heute direkt am Fenster und die Runde geklappt. John Kütz also hier bei uns in der Außen in der Heimatstadt von Ruschke von Hanstein. Ja, er fährt hier in Opel Kalibin Vortriebsauto. Als Sonderteilnehmer würde ich sagen mit. Ich hoffe, er hat viel Spaß dabei. Denn Ultramafahren ist schon ein besonderes Vergnügen. Das ist ein 50-Bau, den wir auch nicht sehen, aber ein Gründer.
alle einen Spur schneller. Wiedersehen. Und dahinter gleich die Konkurrenz von Alfa Romeo. Dabei sind wir bei der 200-Kilometer-Fahrt. Ich weiß nicht, das siebte Mal, aber schon einige Mal. Den unsere Teilnehmer hier erleben durften. Auf Wiedersehen. Aus Riefen, Bauer aus Stuttgart und gleich dahinter die direkte Konkurrenten aus Stuttgart von Mercedes, der 220S Cabriolet aus der sogenannten Pontau Baureihe mit einem 115 PS Kraftwagen an der Haube. Hier in der Jeder aus der allem. Und dahinter mit der Nummer 157 ein Dunkel-Volvo. Wieder offizielles Teilnehmerfahrzeug der Mönchengladbacher Runde hier, Herr Brotz. Herzlich willkommen und weiter mit dem Start. Baujahr 1960, gleich 1,8 Liter mit 68 CS. Der schwedische Volkswagen, die hier aufgenommen wurde. Bauer ist aus Oberrad und das gebaut von 1952. Das ist der berühmte Adenauer Regierungsvertreter aus Offenburg. Und dahinter wieder ein Vieh. Können Sie wieder weiterrollen, oder? Weiß es ja nicht. Und der Drucker von AVD Service. Der MG ist wohl getauscht worden, wie ich hier sehe, denn er hat eine handgemalte Startnummer, weil er die verloren hat. Der Herr Frankenburg aus Bochum. Und der sieht hinter richtig Rennenfeier. Ich hoffe, dass die Mannschaft wirklich böse ist, wenn ich sage, das Design ist so ein bisschen wie geliehen auch bei Autos, die auf Autoscootern fahren. Ne? So mit dicken Stoßstangen und allem drum und dran und halb abgedeckten Rädern. Der Nash Metropolitan, das ist ein bisschen aufregend, aber als generelles Auto wieder erhältlich. Ich dachte mal, ein Bolzmann 40, der Filipina Cabrio von Holzmann Jäger aus Saarbrücken. Und der Wagen wurde nicht zusammengefasst, und der bis zu 130 km pro Stunde schnell fahren kann. Und dann haben wir mit Nummer 171 ein MG Midget. Nachfolger des Austin-Lien, Familie Tudek, Baujahr 62. Und dahinter ein Triumph TR3. Typisch wieder diese Scheinwerfer oben auf der Haube. Die Mannschaft mit der 125 stammt aus Damen, aus Köln, Entschuldigung, aus Damen.
1956 gebaut. Tja, und diese Autos, meine Damen und Herren, waren lange Zeit natürlich auch hier an der Werra, auf der anderen Seite der Werra unterwegs, denn die waren die Jeeps der amerikanischen Besatzungsmacht. Und dieser Jeep hat ja seine Typenbezeichnung eigentlich einfach von zwei Buchstaben, nämlich GE, Gustav und E. Oder auch General Kobose, und das heißt General Purpose und Allzweckfahrzeug. Und aus diesem amerikanischen GP ist dann Jeep geworden. Da haben wir hier mit der Nummer 19 einen der typischen Vertreter. Das ist insofern auch noch ein besonderer, das ist ein früher Füllungsauber. So, jetzt habe ich auch noch durch. Und an der BMW 503 haben wir auch wieder entworfen von Albrecht Kraftwerks. Und wir haben hier wieder einmal eine Beteiligung einer Mannschaft, die schon seit vielen Jahren mitfährt bei der 2000 Kilometer Deutschland war. Die andere Hälfte ist schon gut durchgefahren hier. Fangen wir bitte. Und ich sehe gerade, es gibt noch Programme für da, meine Damen und Herren. Also, Sie können sich hier noch ein Programm empfohlen. Bei einer unserer Damen hier, die den Verkauf der Programme gemacht. Und dahinter haben wir mit der Nummer 63 wieder einen Opel Super 6. Ein Ford hier, Startnummer 173, der berühmte Ford Taunus 12M. Das M stand für Meisterstück. Hier ist aber der 1,5 Liter, also eigentlich fast schon ein 15M. Und die Stärke aus dem Raum, der ist 52. Und dahinter ein Mercedes 300 Lightning Adenauer, wiederum als Cabrio. Nochmal ein gewaltiger 300 Cabrio Kühn. Und ein Triumph-Tier durch den Zähler in Kühlergrill. Von dem Geschwege fährt ein 54er 1,5 Liter mit 40 PS. Gleich dahinter ein Jaguar U-Type der ersten Serie. Das ist ein 3,8 Liter Roadster. Der war die Sensation der IAA, denn auf der IAA 1961 kostete er ganze 26.500 Mark und konnte trotzdem 240 km pro Stunde schnell fahren. Und zur gleichen Zeit kostete ein ähnlich leistungsstarker Ferrari 47.000. Also für etwas mehr als die Hälfte bekam man mit diesem Jaguar den vielen Begriff aller Vorteile. Ich will mal nochmal einen besonderen Applaus auf den Achtung die Wolle am Steuer-Koordinator. Der Pannenhilfe hat schon viel zu tun gehabt hier. Lieber Herr Lücking, herzlich willkommen in Wahlhaus und Dankeschön an den AVD und speziell Dankeschön an Sie persönlich für die Hilfe hier wieder bei der 2000 Kilometer Deutschlandbahn. Und ich hoffe, dass ihr nicht zu viel Arbeit habt, bis ihr in Berlin seid und dann auch noch weiterhin. Genau, parallel zum Kreidewitz-Elle-Jahr 1960 von Michael Kusser aus Mönchengladbach. Und leider haben sich die Leute jetzt von den drei Elbern ganz getrennt. Das ist ein sehr robustes, sehr geräumiges und schönes Auto. Und ich kann nur sagen, wir sind auch echtes Wärmezug. Jawohl, aus dem Auto, wir können auch noch ansteigen. Das sind nämlich die Jagdschüler, vier Kinder, die Hasenbein aus Altern. Und hier ist ein Jagdschüler, 3,5 Liter. Und dann ein Auto, meine Damen und Herren, das viele vielleicht daher erinnern,
dass mit exakt diesem Typ, in dieser Ausführung, der tragische Tod John F. Kennedys im Jahre 1963 in Dallas geschah. Das ist also eine typische Lincoln Continental Convertible Ausführung, also ein viertüriges Kabel, die hinteren Türen öffnen über das Nachhalten. Das ist der berühmte amerikanische Präsidentenwagen der frühen 60er Jahre. Traditionell immer ein Ford Lincoln, ein Riesenauto, wie ihr seht. Und wer diese Bilder noch in Erinnerung hat, also kann man sich leisten. Kann man via VW und dahinter ein Porsche 912. Der hat eine Vierzylindermaschine hinten drin. Und ich bin sicher, dass die Ursula von Arnstein jetzt am Auto die Geschichte erzählt, wie ihr Mann und sie in Frankreich waren und den ersten Aufnahmen für ein solches Auto gemacht haben und am Strand. Und plötzlich ist der Wagen von einer Welle erfasst und halb eingegraben worden. Und dann musste die Ursula von Arnstein am anderen Schlepper holen und den ganz Porsche wieder rausziehen lassen, bevor die Flut kam. Das war mit einem deutschen Auto. Wir haben einen Barkast, meine Damen und Herren, den 10.000, den viele von Ihnen auch noch kennen. Übrigens darf ich sagen, ich habe selber einen, sehr zufrieden bin ich damit. Ich habe allerdings den Fensterbus, den Barkast Bus als 10.000 und kann nur sagen, also ein sehr robustes, ein angenehmes Fahrzeug mit viel mehr Platz als all diese modernen Großraumbusse. Also hier ein 10.000 als Schlittenwagen mit dem 3-Meter-Motor mit 45 PS. Super restauriert wieder, besser als neu. Dann ein Aston Martin aus England, der Vorläufer der berühmten James Bond Sportwagen. Übrigens verdiente die Firma ihr Geld mit Traktoren. Also man nannte es auch das Auto des Traktorenkönigs, David Brown. Und darum tauchte in der Typenbezeichnung der Aston Martin immer dieses ominöse DB auf. Das hat also nichts mit deutschen Bahn zu tun, sondern mit David Brown. Und wir begrüßen hier ganz besonders herzlich den Mann vom Schiebeweg des Programmes, Herr Müller aus München, Start Nummer 10. Das ist das Auto vom Schiebeweg des Programmes, samt 6 Klasse hinten. Er fährt wirklich immer so, das war keine Futterfantasie, ja. Also, das ist der Herr Müller zusammen mit dem Herrn Krisanow aus München. Und die fahren ein Ford A-Roadster 1930, hat schon einen Stirnradschaden, haben wieder repariert und rollen jetzt. Und ja, Sie können bei dieser Mannschaft wirklich sagen, woran erkennt man den freundlichen Fahrfahrer an den fliegenden Fischmuskeln? Wo reist er? So, dann haben wir wieder einen Triumph TR4 mit Nummer 188. Das ist der Wagen von der Familie Jeschke aus Rinde. Und hier darf die Dame am Steuer fahren und der Herr sagt, wo es lang geht. Achtung, bitte dringende Durchsage. Der Pkw-Fahrer Heiligenstand Cäsar 466 blockiert eine Einfahrt. Das Auto muss sofort nach weggefahren werden. Ich wiederhole. Heiligenstadt Cäsar 466, bitte sofort mal das Auto wegfahren. Und hier der Samba VW-Bus von der Württembergischen Regierung und von der Straße ein alter Rundfeld. Hier also ein Samba-Bus mit aufhaltbarem Dach hier. Und es wird die Mannschaft von der Württembergischen Versicherung, die auch in den vergangenen Jahren schon mit dabei war. Euer Herr Schäfer ist schon durchgerollt. Und nun könnt ihr also geruhsam hier weiter auf Tour gehen. Viel Platz in diesem VW-Bus und natürlich ähnlich zum Platz etwa in einem Basis-TV. Und das Spitzenmodell von Mercedes, der 600, meine Damen und Herren, der war so teuer, dass sich die Bundesregierung sich nicht mehr geleistet hat, sondern für Staatsbesuche diese Autos immer in Stuttgart angemietet hat. Also wenn die Filme aus den 60er Jahren sehen, von den großen Staatsbesuchen,
Da fahren die Mercedes 600. Sie tragen alle keine Bonner Kennzeichen, sondern Stuttgarter Kennzeichen, weil sie aus dem Werksbestand von der Bundesregierung aus Sparsamkeitsgründen abgewiesen wurden. Sie sehen, man konnte auch sparen damals schon, nicht nur zu Ludwig Erhards Zeit. Also ich schätze schon noch, dass noch so rund 50 Fahrzeuge kommen. Ja? Wir sind ja nicht am Ende, noch lange nicht. Mit Nummer 203, ja. Wir bauen noch die 66, das sind 100 aus Schweinfurt. Draußen fährt vorbei ein herrlicher BMW 327er, wieder als Roadster hier, herrlich restauriert. Und eine weitere Rarität, das könnte sogar ein Stöber sein, ich weiß es nicht genau, nein? Ja? Ein Stöber, schauen Sie hier, ja, falls Sie mich noch erinnert haben, diese frühe Serie 1 als GT. Achten Sie mal drauf, meine Damen und Herren, das einzige Serienauto der Welt mit drei Scheibenwischern vorne. Ja, unter der Haube ein Doppelnockenwellen, 6-Zylinder-Motor, 3,8 Liter, damals schon 210 PS, eine Spitzengeschwindigkeit von über 250 km/h. Ja.